Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 1, Part Nummer 4, keine Ahnung, oder 5. In der letzten Folge haben wir nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Wir haben zwar eine Waffe in Eggman Stage gefunden, aber das war's dann auch. Und haben ihn nicht mal geschafft. Ja, deshalb mache ich jetzt erstmal Iceman. Weil, darum... Ernsthaft, 60.000 Punkte, dann war das der erste Boss. Was? Ah, ich habe mich mit meinen Tasten vertan. Da, B, da, springen. Nö. So, aber jetzt dürfte es wieder funktionieren. Geht das jetzt noch weiter? Wasser? Gut. Wenigstens explodieren diese Torpedos. Pinguin-Torpedos, nicht? Nein. Nope. Also noch geht die Stage. Ich denke, das wird gleich noch anziehen. Ich hoffe nicht, aber ich denke, es wird. So. Weiter geht es. B-T-T-T-T-S. Nein, da will ich nicht runter. Kann man da klettern? Nee. Nein. Okay. Diese Stage ist... Na, Moment. Wofür haben wir das hier? Wir haben das zum Schierten. Na, nein. Ich denke nicht. So, weiter geht's. Also ich denke, das wird noch, ich denke, wir werden gleich dafür noch einen, uns wird das gleich noch heimgezahlt, dass wir jetzt gerade geschummelt haben. Genau damit. Nein. Nein. Yay. Also ich habe jetzt schon eine neue Hass-Stage. So. Schaffen wir den zweiten Abschnitt aber nicht mehr? Verdammt. Wie fängt es denn hier an? So, hier hin, dann dahin, da drauf. Moment, der geht da, dann geht hier, 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 da. Da und hier, so. Weil ich kann das nicht. In Mega Man 7 war das noch einfacher. Bäh. Dangerous. Upp. Gefährlicher Russe. Nee, Gefahr Russe. Dangerous. So. Nein, kleiner Spaß bei der Reise. Nein. Nein, lass mich das bitte schaffen. Aua, das ist mir jetzt egal. Hauptsache ich bekomme ein Leben. Halt. Wieso bekommen wir hier so viel? Das heißt nichts Gutes. Ernsthaft, wir rutschen hier so extrem. I hate this. Nein.
Na, wenigstens sind wir jetzt beim Boss. Na, ich hab diese Moin-Dinger ist, Stage. Ein bisschen leichter als die von Electman. Muss ich sagen, finde ich persönlich so. Na, komm. Lalala. Und wir gehen zurück, weil wir kennen den Trick in Mega Man 0. Denn da kommt alles wieder. Eigentlich nicht, verdammt. Eis, Feuer. Nein, Moment, Eis? Ja, 6000. Egal, ich probier's. Bitte, Mann! Okay, Eis ist nicht. Ja, klar, Bombe natürlich. Ja. Wenn man vergisst, dass ganz oben nicht der normale Blaster von Mega Man ist, sondern eben jener ganz unten ist, dann kann man sich mal vertun. Na egal. Hätten wir es auffüllen können, egal. Aber die Stage bringt nur 60.000 Punkte. Das heißt, ist, denke ich mal, wirklich die erste Stage, oder? Gucken wir mal. Okay, es ist nicht die erste Stage. Der Cut? Cut? Cut! Cut! Oder? Katz, Feuer, Bombe? Bombe? Bitte, lass es jetzt nicht Game Over sein. Ja. Ja, glaube ich, probiere die Bombe aus. Kann ja nicht schaden. Wieder die Pinguine töten. Yay. Weil wir noch in der Zeit sind, also wir sind noch gut dabei. Ja, komm, weil ich. Und so weiter. Komm. Nein. Es macht Schaden, aber ich den erwarte. Ich versuch's mal so. Ah, ich bin noch ein Depp. Nein! Jetzt sind wir tot, verdammt! Na komm, machen wir das nochmal. Ich weiß nicht, warum mir diese letzten beiden Stage so viel Kummer bereiten. Ja, komm, geh mir am Sack. Kann ja eigentlich sein. Weil wir kriegen für die Stage ja weniger als für Cutman und Gutsman. Na, Gutsman war ein bisschen schwerer. Aber für Cutman und Cutman Stage war so einfach im Vergleich zu dem hier. Da kann man nicht gewinnen. Aua. Aber warum ist das so? Ich würde es gerne wissen. Beziehungsweise, ich hätte gerne mal eine Taktik für den Gegner. Na, mal schauen. So. Der kommt dahin, der fährt hoch und hier und weiter. So. Na, ja, komm. Wenigstens ein bisschen Leben. Jetzt kam die Stelle mit den Moin-Dingern genau. So. Wir haben auch noch genug Power, um das hier auch nochmal zu machen. Na, kommen wir auch mit dem da bis da hinten hin. Ich
sieht wieder ein bisschen mau aus. Deshalb fahren wir hier mal weiter. So. Laden uns dann wieder unsere Energie auf. So. Lalalala. So. Da unten holen wir uns das Leben, das wir ja bis jetzt noch nicht verloren haben. Achten auf den Pinguin, der nicht kommt. Gut, wir sind noch nicht weit genug links hingegangen, dass das uns der Pinguin irgendwie nerven könnte. So. Quick. Ach ja, stimmt. Nein, Moment, ich habe eine Idee. Ich habe noch nicht raus, wie die Sprungabfolge von dem Viech ist, ist aber auch egal. Iceman, welche Schwäche hat der? Die Bombe, es kann gut sein, dass die Bombe die Schwäche ist. Oh, Leben. Ich weiß es nicht, guck gleich mal. So. Im Prinzip müssen wir ja noch stehen bleiben, ne? Wir schießen, aber... Gutsman, Bombe, Cut, Feuer. Bombe? Na, komm. Ich gucke jetzt nochmal, wie viel Schaden der die Feuerattacke macht. Und je nachdem wechsle ich wieder zum Standard Blaster. So, hier springen. Nein, da nicht springen. Ich springe zu früh. zu spät. Ach, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden ich damit mache. Egal. Stirb. So. Versuchen wir es mit einem normalen Blaster. Ja, komm. Normaler Blaster kann ich schaden. Hat bis jetzt auch mal gut bei jedem Boss. Fast jedem Boss funktioniert, oder? Jeder Boss. Ich halle es nicht. Ja, die Bombe hat vorhin gut Schaden gemacht. Ich denke mal, ich werde jetzt die Bombe nehmen. Stirb! Schon wieder? Stirb! Vorhin hat es nicht funktioniert. Warum funktioniert das jetzt? Vorhin, wenn man Sachen farmen will, funktioniert es natürlich nicht. Und jetzt, wo man einfach nur zum Boss hin will, funktioniert es. Unglaublich. So, ich habe gar nicht... Kann man Pause machen? wir haben noch zwei. Das ist gut. Man sollte auch treffen. Ich raffe diesen Boss nicht. Ich raffe ihn einfach nicht. Wie funktioniert er? Also Bombe ist schon mal gut. Das funktioniert schon mal ein bisschen effektiver als alles andere. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, wie weichen wir den Kack aus. Ja gut, so eine Grundstruktur habe ich ja schon drin. Aber wirklich? Ist da noch keine Strategie hinter? So. Also wenn wir die hochschmeißen, ist schon mal gut. Das funktioniert bis jetzt ja schon mal sehr gut. Na, das war scheiße. Oder auch für den Arsch. Mega für den Arsch. Ich weiß nicht, warum ich so Probleme bei diesen Gegnern habe. Egal.
machen wir weiter. Irgendwann schaffen wir's. Yay, ich habe kaum noch Energie für die Bomben, die ich dann schmeißen. Ich bin am Arsch. Stopp. So hatte ich mir das nicht gedacht. Eher so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Ja. Aber gerade nichts anderes als die. Ach, wahrscheinlich, weil man sich dann keine Leben hochfahren soll. Meine Güte, komm. Ich brauch Leben. Bitte schön. Ja. 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 Jetzt brauche ich noch ein bisschen Waffenenergie. Das hat ein bisschen was von der Keulsammelaktion in Mega Man 7. Aber... Ach, guck mal, da kann ich einfach stehen bleiben. Jetzt funktioniert es nicht mehr, oder? Nee. Man, Bombman, Bombman hat ganz gut funktioniert, ha? Versuch was mal. Ah, wir sind schon über die Videozeit drüber. Mal wieder. Ich glaube, sollte ich das jetzt eventuell vielleicht unter Umständen mit Erfolg absolvieren? Bei null Leben, haha, bist du wieder komisch. Natürlich. Wie ich das hasse. Ja, naja, ich beende die Folge für heute und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gutes was auch immer, je nachdem, wann ihr euch die Folge anguckt, und sage bis dahin, wir sehen uns oder hören uns oder was auch immer uns. Naja, tschüss.